Einblick über Hintererbisreute. In meinen vorigen Aufnahmen habe ich gesagt, Hintermoos, ist aber nicht richtig. Das ist Hintererbisreute. Da vorne ist Erbisreute. Und da unten ist der stille Bach an der Straße entlang, wo jetzt gerade das Auto fährt. Da verläuft der stille Bach immer an der Straße entlang und kommt dort unten aus dem Wolfegger Wald, aus dem Fuchserlocher Wald heraus. Ganz da hinten, in diesem Eck, da befindet sich das Naturfreundehaus Butzerbergen. Das ist nicht weit weg von Köpfingen. Oder? Nicht weit weg von Köpfingen. Ja, es gibt einen Wetterwechsel, die Luft wird kühler, vermutlich kommt es zum Regnen oder auch zu schneien. Mal sehen, was das neue Jahr für Wetterkapriole mit sich bringt. Man wird sehen. Ein Wassertank, aber wie befüllt er denn? Oh, es fängt schon an regnen. Oh oh, es wird ungemütlich. Ja. Wetter macht nicht mehr mit.
Ja, das ist Kirsche, keine Ahnung. Weingarten Wolfing. Ich bin da, Bad Wurzach, Leutkirch. Da hat er was abdeckt. Tja, der Wind, der bringt was mit sich. Das ist klar. Schade. Das ist das Haus von der Gräfin. Der hat immer schön ruhig hier gelebt. Ich lebe schon lange nicht mehr. Das ist in Zeiten, wie sie vergehen. Das Fuchsenloch. Mit der Kegelbahn. Tja, schöne Krautkarte. Sieht man, was das alles wächst über den Sommer. Ja, der Hund ist alles nass und sumpfig. Es war früher auch mal ein Weihersystem der Mönche. Lang, lang ist das her. So, oh, da sieht man auf die Berge.
Cessantis Massiv. Und hier sehen wir gleich im Blick das Cessantis. Das ist das Cessantis Massiv. Direkter Blick. Es fängt zu regnen. Unangenehm. Schmeckt wie Kohl. Wie Kohl schmeckt das. Jetzt gerade zusammen. Genau.
So sind wir minder mit dem Wetter. Von Minute zu Minute. Man hört es, wie der Wind rauscht. Tja. Das gehörige Anfänger.